Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Jokecraft und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Rotsteinpark. Na, liebe Leute, heute wird es actionreich, denn wir befinden uns gerade, wie ihr seht, im Werkzeugkasten, um ein Spiel zu programmieren und zwar Piano Tiles hier in Minecraft. Meine Damen und Herren, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch macht es Spaß, diesem Projekt zuzugucken. Wenn das der Fall ist, bewertet gerne das Video positiv. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dürft ihr selbstverständlich auch diesen Kanal abonnieren. Wir befinden uns hier gerade bei dem Rotsteinpark. Nein, bei dem Freizeitpark, dem Nachfolgeprojekt des Rotsteinparks. Und haben im letzten Part Folgendes gemacht. Ich habe ein Lied komponiert. Dieses Lied klingt so. Das ist ein Lied, das ist wunderschön, das ist ganz nett. So. Und im letzten Part haben wir ein Metronom gebaut in Minecraft, was es schafft, auf den Schlag genau, komische Geräusche abzuspielen, nein, auf den Schlag genau Noten zu synchronisieren. Das ist ein super aufwendiger Prozess. In diesem Lied gibt es Noten, die wir hören. Und diese Noten habe ich auf einem Klavier damals, als ich das Lied komponiert habe, eingespielt. Hier in Minecraft kann ich jetzt mit bunten Wolleblöcken sagen, welche Note ich abspiele. Wie genau das funktioniert, seht ihr im letzten Part, da habe ich das erklärt. Ja? Fakt ist aber folgendes, sobald ich auf diesen Knopf drücke, dann seht ihr, hier ist hier ein virtuelles Klavier und dieses virtuelle Klavier spielt jetzt genau diese Melodie gerade ab. Was ich dann gemacht habe, ist folgendes. Dieses virtuelle Klavier hängt damit zusammen, dass hier quasi so eine Art Scanner drüber läuft. Ihr seht den Scanner, das sind diese Fackeln. Diese Scanner scannen quasi Noten, die abgespielt wird. Das ist, jede Farbe steht für eine Note, die abgespielt wird. Und ihr seht, immer wenn Farbwechsel ist, ist eine andere Note zu hören. Hier sind zum Beispiel zwei Farbwechsel. Hört mal hin, da sind zwei Noten. Achtung. Note. 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 Okay, ignoriert das hier. Verstanden soweit? Ich denke mal ja. Okay, was ich jetzt gemacht habe, ist folgendes. Ihr seht, die Farbe, die dieser Scanner sich anschaut, kommt immer hier hin. Das ist immer die Farbe, die gerade gespielt wird. Und ihr seht, dass hier dieses Metronom ist. Dieses Metronom ist genau im Takt der Musik. Und was das Metronom macht, ist, es macht folgendes. Wir gucken, welche Farbe hier ist und erzeugen eine Flamme an dieser Stelle. Immer da, wo die Farbe gerade ist. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, das hier ist mein Klavier, was gerade live spielt. Und hier entstehen gerade, wie ihr seht, diese Notenstückchen. Diese Notenstückchen entstehen hier und bewegen sich geradeaus vorwärts. Und sobald sie diese rote Linie erreicht haben, werden diese Notenstückchen gelöscht. Okay, das habe ich gerade die ganze Zeit gemacht. Dass jetzt gerade auch so viele Zahlen hier oben aufblitzen, das ist letzten Endes die Information darüber, wann so eine Note gelöscht wird. Die Note soll nämlich nach 18 Schlägen gelöscht werden. Deshalb, ihr seht quasi, es zählt jetzt bis 18 hoch und ab 18 wird dann quasi eine Note gelöscht. Sonst würde die Note nämlich unendlich weit laufen. Ne? Wir können ja sagen, wann die Note gelöscht wird. Wir können zum Beispiel sagen, yo, ich möchte, dass die Note erst bei 25 gelöscht wird. Wenn das der Fall ist, seht ihr, laufen Noten ein bisschen länger weiter. Aber ich möchte, dass die Noten schon direkt hier gelöscht werden können. Deshalb kann ich quasi sagen, ab wann die Noten gelöscht werden hier mit diesem Befehl. So. Und ihr seht, dass hier Herzchen sind. Die Herzchen sind ganz, ganz wichtig. Diese Herzchen bedeutet, dass die Note diese Linie berührt hat. Bei Piano Tiles im echten Spiel ist es so, dass auf euch Noten zukommen. Ihr müsst sie im richtigen Moment treffen. Jetzt haben wir allerdings ein kleines Problem. Also das sind unsere Noten. Das Problem ist, hier vorne und da hinten ist jetzt ja ein zeitlicher Abstand. Das ist jetzt ein bisschen schwer zu kapieren, aber ich denke, ihr schafft das, Leute. Wenn ihr das schafft, dann habt ihr schon ordentlich hier oben was auf dem Kasten. Deshalb versucht es mal hinzukriegen. Ich glaube, ihr schafft das. Die Melodie spielt gerade hier. Das heißt quasi, wenn wir den Ton da hören, dann kommt genau auch an dieser Stelle die Note raus. Wir wollen aber, bei Piano Tiles ist es ja so, dass quasi auf euch eine Note zuschwebt und erst wenn die Note bei euch ist, muss diese Note gespielt werden. Richtig oder falsch? Ist doch so, ne? Und deshalb machen wir jetzt was ganz Verrücktes. Wir haben hier dieses Lied. Dieses Lied haben wir mit unseren Minecraft-Sachen quasi schon vorkomponiert. Und jetzt kommt der Giga-Chat-Move. Was wir nämlich machen, ist folgendes. Wir verschieben dieses Lied um zwei Blöcke nach da vorne. Und jetzt werdet ihr vielleicht auch verstehen, warum das Lied so eine Einzähler hat. Denn jetzt haben wir exakt das geschafft, was wir schaffen wollten. Jetzt kommen die Noten auf euch zu, noch bevor die Note erklingt. Und erst wenn das Herzchen da vorne ist, erklingt die Note. Das heißt, das Spiel startet. Da kommt die Note und seht ihr es? Und es passt, es ist synchron. Na, ist das nicht perfekt?
Okay, das hat funktioniert. So, das Problem ist folgendes. Das sieht noch nicht so geil aus. Es sieht noch nicht auch richtig so cool aus. Ihr solltet folgendes wissen, dass hier diese Ebene ist gar nicht die Spielebene, auf der der Spieler steht. Der Spieler wird später hier oben stehen und der wird von dem, was hier unten passiert, gar nichts mitbekommen. Wir werden dem Spieler nämlich die Noten anders anzeigen. Wir werden dem Spieler die Noten in einer besseren und flüssigeren Animation anzeigen. Eine Animation, die viel, viel akkurater und genauer ist. Und die werde ich jetzt programmieren. Und dann wird das ganze Spiel vielleicht ein bisschen mehr Sinn ergeben. Deshalb, ich setze mich dran, das zu programmieren. Und ihr gebt dem Video einen Daumen hoch und dann geht's weiter. Okay, meine Damen und Herren, so langsam wird's was. Und ihr seht, plötzlich ist aus unserer stümperhaften Animation da unten eine ziemlich flüssige und saubere Animation geworden, die ziemlich gut aussieht. Scoreboard Objective Sidebar, können wir mal wegmachen. Ich finde, das sieht klasse aus. Wir können sogar auch noch bestimmen, wo genau diese Animation stattfindet. Die muss 3 Blöcke tiefer eingefügt werden. Das kann ich jetzt hier einstellen, wo sie eingefügt ist. 7, 6, 5, 4. So, zum Beispiel jetzt auf der richtigen Höhe mal. Und sie ist noch ein bisschen offsetted. Das heißt, quasi die Animation muss noch ein bisschen an die richtige Stelle geschoben werden. Das können wir jetzt alles hier mit ein paar Werten einstellen und auch richtig einstellen. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ist. Ist nicht richtig. So, Animation, 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 Animation. Hier muss eine Minus stehen. Ja, perfekt, Leute, oder? Okay, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Aktuell sieht es richtig geil aus. Und ihr seht quasi, es ist synchron. Und oh my goodness. Aber es war es noch lange nicht. Denn ich möchte noch ein paar andere Sachen machen. Und zwar soll die Klaviatur jetzt natürlich auch blinken und aufleuchten. Also das war es noch nicht. Und die Animation ist noch nicht so ganz flüssig, ihr seht. Aber ich arbeite daran. Aber jetzt so langsam kriegt ihr vielleicht eine Vorstellung davon, wie ich mir dieses Lied, wie ich mir das vorstelle. Dieses Spiel. Nett, oder? Das war noch mal ein bisschen viel Arbeit, aber es funktioniert jetzt. Wir haben jetzt die Animation perfektioniert. Und meine Damen und Herren, look at this. Guckt euch an, wie geil die Animation jetzt aussehen. Schon lecker, oder? So cool. Und es leuchtet vor allem. Und mit dem Leuchten können wir jetzt arbeiten, denn jetzt wollen wir mal ein bisschen eskalieren. Das wird zwar jetzt unglaublich schwer, was ich vorhabe, aber ich möchte, dass diese Blöcke aufleuchten. Wirklich ernsthaft aufleuchten. Das ist kein Witz, das geht. Wir können dafür sorgen, dass diese Blöcke aufleuchten. Das ist sehr schwierig, aber ich kriege das hin. Let's go. Okay, das müsste es sein. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Es sind sehr, sehr vielen Command-Blöcken aus. Aber das ist eigentlich 100-mal einfacher, als ihr es euch denken werdet. Manchmal sind die einfachen Dinge die besten Dinge. Wir haben hier eine Reihe von Command-Blöcken, die per Redstone-Block aktiviert werden können. Das heißt, ich setze hier einen Redstone-Block und diese Reihe aktiviert sich, weil der Redstone-Block gelöscht wird und es wird jede Reihe einmal nacheinander ausgeführt. Das Erste, was die Reihe macht, ist, sie killt alles, was Piano Tiles Glow sich nennt und erstellt anschließend so ein genanntes Piano Tiles Glow. Das bedeutet, ich füge hier, wie ihr seht, eine weiß leuchtende Klaviertaste ein, die ein klitzekleines mini bisschen höher ist als die andere Taste. Weil natürlich erst alle Tasten gelöscht werden, wenn hier ein Redstone Block hingesetzt wird, leuchtet dann immer nur eine Taste auf. Und das bedeutet jetzt folgendes, das Ganze habe ich auch mit schwarzen Tasten gemacht. Wenn wir jetzt das Lied laufen lassen, habe ich dem System gesagt, immer wenn die Note hier ankommt, setze an der Stelle einen Redstone-Block und that's it. Das heißt, das müsste jetzt einfach so funktionieren. Achtung und oh my goodness! Natürlich noch geiler im Dunkeln. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass die Animation hier richtig ist. Denn die Animation ist jetzt noch nicht so ganz gut getimed. Die Animation muss ein bisschen langsamer abgespielt werden. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie schnell wird die Animation abgespielt. Hier sage ich die Geschwindigkeit der Animation. Ja, ich finde auch nicht, dass es so gut passt zu der Musik. Das gehe ich mal einen Tacken höher. So. Oh.
Okay, wir müssen noch irgendwas mit diesen schwarzen Tasten machen, dass die schöner aussehen, aber hey, es wird. Okay, geschafft. Ich habe jetzt nochmal die Farben geändert und habe mich jetzt dafür entschieden, die Purple und Magenta zu machen. Achtung, ich finde das deutlich besser. Jetzt ist eigentlich das Game fertig. Wobei, wait, es ist ja noch gar kein Spiel. Wo ist das Spiel? Und das kommt jetzt. Denn wir haben gesagt, man muss ja Punkte erreichen können in diesem Spiel. Und das ist nämlich die Besonderheit. Wofür gibt es Punkte bei diesem Spiel? Punkte gibt es dafür, wenn man im richtigen Moment für die richtige Zeit auf der Taste steht. Das heißt, das System soll jetzt nun auswerten, ob ich auf der Taste stehe. Und das können wir genau mit diesem Oschi hier machen. Das heißt, wir können genau mit diesen Tiles hier Punkte auswerten. Das ist eigentlich alles. Das heißt, ich muss gucken, ob der Spieler sich auf dieser Tile drauf befindet. Und solange sich der Spieler auf dieser Tile drauf befindet, darf es einen Punkt geben. Das muss ich jetzt programmieren. Und dann haben wir es geschafft. Ein bisschen Toleranz müssen wir mit einbauen. Aber erstmal basically ist das everything. Das heißt, wir machen das noch und dann können wir spielen. Puh, das war schwerer als erwartet, Leute, mit dem Punktesystem und am Ende doch leichter als erwartet. Wir erzeugen ja hier dieses Glowing-Ding. Und letzten Endes mache ich Folgendes. Mit diesem Befehl führe ich einen Präzisionsbefehl aus und ich kann mit einem Präzisionsbefehl sehr, 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 sehr genau gucken, ob sich der Spieler auf diesem Ding drauf befindet. Und sobald sich der Spieler auf diesem Ding drauf befindet, kann ich jetzt hier Folgendes machen, gebe dem Spieler einen Punkt. So, und das ist es. Und das kopiere ich jetzt einmal auf jede Taste drauf. Und damit haben wir es. Der Punkte-Score wird jetzt hier eingeblendet. Der ist bei mir gerade bei 0. Scoreboard können wir kurz machen. Core Player Set Joecraft, Piano Tiles 0. Ihr seht da oben 0. Und wir können jetzt das Game mal beginnen und versuchen mal zu spielen. Okay? Ich muss nur im richtigen Moment draufstehen. Achtung. Und. Ich kriege jetzt für jede Zählzeit, also jede Achtelzählzeit, einen Punkt. Okay, es gibt auch einen Fehler, den ich gerade gemerkt habe. Auch gut. Es ist noch nicht so richtig. Okay, nee, es ist ehrlich gesagt noch überhaupt nicht richtig. Ich bin nicht glücklich mit dem Punktesystem. Das Punktesystem multipliziert gerade mehrere Punkte miteinander, weil die Überprüfung Käse ist, die ich gemacht habe. Vergesst mal ganz kurz, ich muss das Punktesystem anders programmieren. Einen Moment. Okay, wir sind fertig und es funktioniert. Jetzt funktioniert auch der Punktetracker so, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Ihr seht, ich habe jetzt gerade 201 Punkte erreicht. Ich starte jetzt nochmal das Ding und versuche einen anderen Score zu erreichen. Seid ihr bereit? 1, 2, 3, 4. So, das Ding zählt jetzt immer für jede Achtelzählzeit, die ich mich auf der richtigen Note befinde. Das heißt, ich möchte natürlich versuchen, möglichst immer auf der richtigen Note zu stehen. Denn wenn ich einmal eine Zählzeit nicht auf der richtigen Note stehe, zählt das System nicht richtig mit. Also dann hält der Punktezähler nämlich an. Ihr könnt ihn mir ein bisschen beobachten, diesen Punktezähler. Die Frage ist natürlich, was ist auch die bestmöglichste Punktzahl, die man erreichen kann. Eigentlich kann man das ausrechnen, was die bestmöglichste Punktzahl ist. Wir haben 32 Takte, A18. 8 mal 32 ist was? Da, 203, den hatte ich gerade erreicht, diesen Score. 256 ist theoretisch möglich. Also 256 wäre möglich, wenn ich jeden Ton perfekt treffe. Und das war ja nur das einfache Lied. Wenn ihr euch jetzt mal das schwere Lied anhört, das klingt so. Das ist nämlich ein anderes Lied, was kommt. Hört euch das mal an. Ihr merkt schon, das wird schwer. Aber dieses Lied muss ich jetzt noch einprogrammieren. Damit es funktioniert und vielleicht wird es noch ein drittes Hardcore-Level geben, irgendwie ein Dubstep-Level, so richtig dann abgeht. Also quasi, das wird Schwierigkeitsstufe leicht, haben wir gerade. Schwierigkeitsstufe mittel, kommt dann das nächste und dann gibt es Schwierigkeitsstufe schwer. Ich hoffe, euch gefällt dieses Game. Wir haben einfach mal Piano-Tiles in Minecraft gebaut und es wird noch eine Menge zu tun sein, aber das schaffen wir in den nächsten Folgen. Packen wir es an. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.